Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls Teil 2 und Scholar of the First Sin im DLC. Crown of the Sunken King. Okay, meine Stimme ist noch nicht so ganz fit, aber das kriegen wir hin. Ja, bin noch nicht lange wach, aber guter Dinge, denn heute wird ein schöner Tag. Wir gehen heute grillen mit Freunden, das wird super. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ist denn hier das Leuchtfeuer? Hier hat sich noch eins versteckt. Da versteckt sich eins. Das ist wieder so ein Typ. Weiß nicht, hier irgendwo? Man muss auch genau hinhören vom Sound her, dann ist das ganz gut erkennbar. Auf jeden Fall geht's hier noch schneller runter. Wenn man gleich runter zum Boss will, dann kann man das da tun. Will ich aber noch nicht. Ich will erstmal das Feuer finden, dass ich hier nicht so weit runter... Ach, warte mal, habe ich das jetzt schon verpasst? Ach nee, da ist es doch. Oh, super. Letztes Leuchtfeuer im DLC, Kinder. Wusch. Sehr schön. Ich werde mich nicht ransetzen, weil sonst respawnen die ganzen Penner wieder. Was ist nicht so schlimm wäre, weil so viele sind es nicht. Hallo. Die kann man sauschlecht parieren. Au. Au. Nee, bleib mal weg. Au. Zack. So geht das. Naja, fast. So in etwa geht das, sagen wir mal. Okay, ich mach da unten jetzt nur weiter, weil es da noch was hat. Oh, seht mal, das war eine Falle. Au. Du Arschkoffer. Au. Der wird mich jetzt töten, glaube ich. Naja, doch nicht. Ah, kannst du machen, das heilt mich eh voll. Au. Warum kann man euch nicht staggern, ihr Penner? Lauf. Die doofen Penner. Okay, ich bin aber nur noch hier runtergegangen, weil ich mir noch eine Rüstung holen wollte, die hier irgendwo liegen muss. Ich weiß noch nicht genau wo. Warum ist da die Kiste schon auf? Ja. Drakenblut. Die Drakenblutrüstung. Die gucken wir uns kurz an. Die kennt ihr schon, glaube ich, von mir. Habe ich nicht. Ich habe nicht meine 10.000 Rüstungen dabei. Drakenblut. Sieht sehr geil aus, finde ich, ja. Wow, jetzt sehe ich so aus wie diese Typen. Nett, ne? Könnte nur noch ein bisschen mehr glänzen, das Teil. Dann finde ich es noch besser. So, Schmelzer. Schmelzrohr. Gut. Ich würde auch gerne mal wieder eine andere Waffe testen. Was habe ich denn noch im Repertoire? Das Drakenblut-Großschwert, das habe ich ja auch schon. Ein E auf Stärke. Aber Magie und Blitz hat's drauf, ne? Das ist schon mal was. Das Schwert der Sünderin vielleicht. Das hat aber nicht so, das skaliert nicht so gut. Und das hat Minus? Greift den Schadensverursacher an. Teilt die Last der Missetaten der verlorenen Sünderin. Seine Klinge entzieht dem Träger Leben. Ja. Das ist tragisch. Ich weiß gar nicht, was nehme ich denn? Das heißt, hat ein S auf Geschicklichkeit, habe ich aber auch nicht so viel. Nehme ich mal das Schmelzerschwert, komm. Das ist auch nicht schwerer, von daher passt das schon. So, hier muss ich den Rest jetzt, glaube ich, runterspringen, ne? Da geht kein Weg mehr vorbei dran. Oder vielleicht auch doch. Okay. Das trifft sich sogar ganz gut, denn die olle Trulla ist ganz empfindlich gegen Feuer. Die da so schön sinkt. Ne, ich muss da doch irgendwie weiter rüber. Oder, ne, ich muss wieder hoch. Ich muss wieder hoch, genau. Weiß, gab's hier noch eine Geheimwand? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ihr sagtet auch, die Gegenstände, die ich brauche für das 100% Achievement, hätte ich schon aus dem DLC hier. Also ja, bin ich immer... Gerade mal 8 Menschlichkeit habe ich noch. Irgendwo muss ich doch noch Menschlichkeit. Ich glaube, bei Maggerold gab es noch ganz viel Menschlichkeit zu kaufen in der eisernen Festung, oder? Aber da komme ich ja eh bald wieder hin, die Richtung. So grob die Richtung komme ich ja bald wieder hin, ne? Hat die liebe Melencia noch was? Und warum habe ich den Katzenring? Achso, den brauche ich ja auch, der ist gut. Katzenring, gut. Ne? 12.000, ne?
Ich habe noch 4, das lohnt sich nicht. Da warten wir noch ein bisschen. So, wir nehmen mal Intelligenz. Weil intelligent kann man nie genug sein. Ja. So, und noch 9 Steinchen hole ich mir, die kleinen Steinchen. Ne? So. Wunderbar. Wunderbar. Und dann gehen wir zurück in das dritte, das Innere des Heiligtums. Jau. Ach, die sollte jetzt eigentlich kein Problem sein, die alte. Das ist nur so eine Sache des Spawnens, was sie so ablässt. Weil sie kann ja... Na, das werdet ihr gleich sehen. Muss ich euch nichts sagen. Da werde ich erstmal so schön einen reinbraten hier mit dem Schwert. Warte mal ab. Das wird lustig. Ich glaube, da drüben gibt's nichts. Da kann ich nicht mal hinspringen. Von der Entfernung wird das nicht gehen. Glaube ich. War hier nicht noch was? Nein. Da drüben ist noch was. Warte. Oh. Bums. Aber das ist nur so ein Balsam-Scheich. Oh nö, das sind ja 2. Aha. Hey, du Arsch. Du Arsch, komm mal her. Na, kann ich dich teasen irgendwie? Ja, nämlich so. Da ist meine Waffe zwar ziemlich kaputt gegangen durch, aber das macht nichts. Ich habe ja noch Konfetti bei. Da steht auch keiner drin. Ich dachte nur, ich gehe mal auf Nummer sicher. Oh ne, der hat's gehört. Wow. Das tut weh, ne? Hallo? Du bist tot. So, eine Seele. Blitzer-Titanit, so viel. So viel von dem Zeug. Und noch ein kleiner, glatter, seidiger Stein, das war's. Die Waffe ist schon wieder so kaputt, ne? Furchtbar. Aber ich hab ja Konfetti, ganz viel. 1, 2, 3, ganz viele. So. Oh, wie schön sie singt, die alte Schabracke. Dabei ist sie gar nicht so schön. Und doof ist sie dazu. Warte mal, gab's hier nicht noch Gegenstände? Drachenrast. Ich glaube nicht, ne? Hier gab es soweit nichts mehr. Da konnte man nur noch NPCs beschwören, aber das will ich nicht. Weil die machen das Ganze ja noch ein bisschen anstrengender, da die Gegner dann noch mehr Lebensenergie haben. Und meistens sind die keine große Hilfe, muss man leider mal sagen. Die sind oft nur sogar noch Blocker. Da kommt man nicht durch, weil die einen blockieren. Das ist richtig scheiße. Na, versuchen wir es mal. Ich glaube, Finsternisresistenz war nicht schlecht, oder? Kann man sich mal draufhauen, Finsternis, da. Ah, probieren wir es mal. Tülüt. Na, du Alte. Oh, das war nicht so toll. Skelette. Sie beschwört schon mal die goldenen Skelette. Die sind richtig garstig. Ja. Und Flame Swathe. Oh nein. Die Wanderflamme. Au. Alter Schwede. Bruder, ich Finsternisresistenz hab, du. Nein. Nein, nein, nein. Oh Gott, die Wanderflamme. Uiuiui. Du Olde. Ja, ja. Macht sie auch gerne hier, den Vierlefanz. Oh, nichts.
Jetzt ruft sie ihn hier. Das ist ekelhaft, Kinder. Das ist richtig ekelhaft, Weltstadt zu rufen. Wisst ihr das? Ekelhaft. Komm, Belly. Wisst ihr das? Ach nein, warum geht sie dahin, wo er jetzt ist? Das wollte ich vermeiden. Oh oh, da kommt der Glockenheini wieder. Au! Ja, zum Glück braucht er so lange, um zuzuhauen. Und du Glockenheini. Au! Die Schnalle! Ja, ja. Ist ein netter. Weltstart. Oh Gott, das war ein Fehler. So oft zuzuhauen war ein Fehler. Autsch. Oh nö. Was macht sie? Was macht es denn? Yep. Na, Königin. Oh nö. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Oh, nicht die Pursuers. Die Pursuers. Ach ja. Ruf wieder einen neuen, genau. Ruf einen neuen Monster, Weltstadt. Oh Gott. Das war ein Fehler. Ha! Ah. Wie sie mich jetzt getötet hätte und der mich tötet. Oh Gott. Ja, noch ein bisschen mehr Leben brauche ich. Bisschen mehr, dann ist gut. Ja, komm. Schnalle. Hast du gedacht, ne? Okay. Ja, es lief ganz gut. Kann man so sagen, ne? First try. Aber ich bin auch sehr stark schon. Ich bin sehr overpowered. Ich bin recht gut gelevelt. Oh. Home? So, lass mal gucken. Ich glaube, ich werde das Ritterschwert nehmen und dann Blitz drauf schmieren. Das wird so das Beste sein. Für den Drachen. Das Gift behalte ich auch mal, das Gegengift. Oh. Die Feder packen wir raus und wir nehmen uns Blitzpulver. So. Letzter Boss, Leute. Ist hier noch ein... Ne, hier ist kein Leuchtfeuer mehr, ne? Doch. Ach so, das ist das letzte Leuchtfeuer. Okay. Oder? Ne, das ist ein neues. Dann gibt es noch hier die anderen Gebiete. Das sind die anderen DLCs. 2 pro, glaube ich. Na gut, versuchen wir es mal. Der Drache ist recht heftig, also kann man mal so sagen. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Taktik ich gegen ihn eingesetzt habe. Oder soll ich erst nochmal aufleveln? Wir leveln nochmal auf, komm. Die Zeit nehmen wir uns jetzt. Nach Majula. Und, jo. Wir werden noch ein bisschen was in Vitalität pumpen. In Intelligenz wollte ich noch was pumpen, wegen der Axt. Also ich muss jetzt auf jeden Fall 2, dass ich auf 8 komme und dann kann ich auch die Schwarzritter Großaxt nutzen, weil die ist richtig schön. Das ist eine tolle Waffe, finde ich. Aber bringt mir nicht viel gegen den Drachen. So. Intelligenz? Das war's. Schade. Ein kurzer Spaß. Ich dachte, da kriege ich mehr raus. Haben wir noch was? Haben wir noch was zu konsumieren? Ja, super. Da kann ich sogar noch mehr Level rausholen jetzt. 2 Stück gehen noch. Krass, wie ich schon fast Level 150 bin. Aber ich habe es ja eigentlich auch schon durchgespielt. Von daher, das ist voll okay. Sag ich jetzt mal. Vielleicht ein bisschen was in Kondition. Das ist echt wenig, was ich da an Ausdauer habe, ne? Ein bisschen noch. Okay. Der liebe Drache. Der macht Gift. Also Toxin, um genau zu sein. Aber ich glaube, das sollte mich eigentlich nicht treffen, dieses Toxin. Das Gute ist nämlich... Dann nehme ich den mal raus und mache dafür mal den Klauenring rein. Oder? Mehr Schaden ist immer gut. Und mehr brauche ich dann eigentlich auch nicht. Okay, versuchen wir es.
Oh, warte mal, ich nehme den anderen Schild, den Ausdauerschild, weil blocken, hahaha. Ne, den hier, den Rosenschild, der ist nämlich auch mit Ausdauer. Ne? Glaube ich, ja. Müsste der. Oh. Ich wollte ihn mir ansehen, aber... Ausdauerwiederherstellung, genau. Oh ja, der liebe Drache. Der liebe Drache. Da hinten liegt er irgendwo und schläft. Giftiges Feuer. Sinn. Oh nein. Okay. Das war schon mal ganz genial. Autsch. Oh Gott. Oh Gott. Upsala. Oh, das macht ja richtig viel Schaden, du. Und nicht vergiften. Du Arsch. Oh ne. Yep, das ist giftig. Oh. Nochmal getroffen, Schweinebär. Sturzattacke, ja. Oh, sag mal. Ach du Elend. Ich muss mal hier weg, ja. Aha. Sag mal. Okay, lass mich halt nicht weg, ist cool. Wenn mich nur rumpeitscht, sag mal. Sinn. Ich finde das nicht gut von dir. Ach guck mal, so viel mehr mache ich aber nicht mit Blitz. Autsch. Ach so. Ja, kann man mal machen, ne? Also, ernsthaft, dieser Feuerball, ne? Dieser dumme Feuerball, wie willst du dem richtig ausweichen, sag mal? Oh oh. Ja, wahrscheinlich einfach rennen. Einfach rennen. Komm. Kleiner Drache. Komm mal runter. Sei mal netter. Oh, wie gut, dass das kaum Schaden macht hier. Oh Gott. Ich hab nicht mehr viele Tränke. Jorks Ring. Achso. Oh Gott. Toxin ist echt eine Plage. Guckt euch das mal an. Autsch. Oh, nicht beißen. Okay. Ey, der war gut. Ja, das Overpowered Schwert und die Overpowered Skillung und bla. Ich bin trotzdem noch schlecht. Ich weiß. Danke. So. Beide Bosse First Try. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit mir. Jorks Ring. Gucken wir uns den mal ganz kurz an. Ich weiß gar nicht mehr, was die Ringe bringen. Ich sag ja, ich hab's einmal durchgespielt und dann nie wieder. Wehrt manchmal Zauber ab. Ja, wunderbar. Ring von Sir York, der das Blut eines Drachen suchte und nach Shulva einfiel, kann Zauber abwenden. Sir York trat dem schlafenden Drachen Sin in den Arsch und nahm ihm seinem Stahl etwas. Was? Nahm ihm mit seinem Stahl etwas Blut. Sin spie das Gift nach ihm, das lange Zeit in ihm herangereift war, und hüllte die Stadt in eine miasmatische Wolke. Ja, wehrt manchmal Zauber ab, also nicht so toll, ne? Krone des versunkenen Königs. Was wir jetzt noch machen, Leute, wir gehen noch mal ganz kurz zu dem lieben König Vendrick. Und werden dem mal einen Besuch abstatten. Ja, ich bin faul, ich mach das jetzt so.
Ich hoffe nur, dass ich auf dem Weg dahin jetzt nicht sterbe, weil das kann ganz schnell passieren. Deswegen, ich gehe vorher nochmal nach Majula. Das machen wir jetzt noch. Ich könnte ja mal die Krone aufziehen. Die hatten ja alle solche Spezialfähigkeiten. Speziellen Eigenschaften, muss man sagen. Und diese hier weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall werde ich als nächstes die Iron King machen. Und ja, das kann ich jetzt schon mal sagen. Also Ivory King mache ich als allerletztes, weil das ist richtig räudig. Das ist richtig räudig. Versunkener König. Doch eins geschehen, ne? Okay. Warte mal, gucken wir uns mal an. Ha. Weniger Leben, mehr Ausdauer, mehr Stärke, mehr Geschick, mehr Intelligenz und mehr Willenskraft. Hätte ich gar nicht so viel Intelligenz skillen müssen für die Axt. Nee, das ist doof. Das ist doof, ich behalte die Maske. Und die Axt können wir jetzt mal nehmen. Yeah. Die ist noch nicht so geil. Aber bald ist sie geil. Ich finde die jetzt eigentlich schon recht cool, aber, ne? Warte. Verstärken? Kann ich die? Ich habe doch genug Glitzer, ne? Glitzer! Ja. Guck mal, sehr geil. Das Schwert der Sünderin. Oh. Richtig geil. Fossile Drachenknochen. Weiß nicht, Leute. Das ist alles Quatsch. Brocken, Brocken und eine Scholle. Der Schädel, den finde ich nämlich auch nicht so schlecht. Ach, Santias Speer muss ich ja auch noch, ne? Was, ich habe nur eine Titanitscherbe? Ernsthaft? Ich dachte, davon habe ich schon Millionen. Ich glaube, der Drachenschädel, den kann man auch richtig schön aufrüsten, ne? Boah, guck mal, er hat jetzt schon 438. Nee, bald. Und B auf Stärke. I'll be around. Achtung. Hat ein schönes Angriffsmovement. Also Movement Pattern. Eigentlich wie das Schwert. Nur das hier ist anders. Sehr cool. Ne, die Axt gefällt mir. Die werde ich jetzt mal eine Zeit lang nutzen. Joa, es geht eigentlich. Die skaliert ist nicht so toll, aber... Ah, mit Stärke ist schon mal was, ne? So, genau. Ich wollte noch leveln. Wollte noch ein bisschen leveln. Nehmen wir nochmal... Anpassung. Ich brauche mehr Beweglichkeit, Leute. Ja, ich muss Zaubern irgendwann mal nehmen, oder? Weil 110 Beweglichkeit ist Softcap, wie ihr wisst. Habe ich schon öfter gesagt. Damit hat man halt die höchsten Iframes. Und kann am besten... Oh, nein. Kann am besten Gegnern ausweichen, beziehungsweise durch Attacken durchrollen und so weiter. Iframes sind das A und O, wenn man bei Dark Souls im Nahkampf kämpft und keine Tankskillung hat. Kann man natürlich auch machen. Ist aber nicht meins. Also, ich habe jetzt ja eine Tankskillung, aber ich bin trotzdem mehr so auf Agi, also Agilität, dass ich nicht andauernd mit einem fetten Schild was abhalte. War ich am Anfang und ihr habt gemerkt, das macht überhaupt keinen Sinn, weil ich kann das nicht so gut. Ich krieg da immer nur auf Matt. Und der Champions Covenant, der war auch nicht so ganz meins. So, dann gehen wir mal kurz zu Vendrick. Mein lieber Freund Vendrick. Cedric. Schauen wir uns mal an, was der uns zu sagen hat jetzt mit der Krone. Weil der erzählt einem jedes Mal einen kleinen Spruch, wenn man eine neue Krone dabei hat. Finde ich ganz geil gemacht. Also immer so kleine Details noch. Ja, ja. Hier kommt wieder, Freunde. Aua. Nein. Ihr Penner-Else. Ihr Else. Penner-Else. Ja, lauft mir aber bitte nicht nach. Ja, okay. Danke. Garstige Typen. So, Dalle. Vendrick, mein Freund. Obwohl es ja nur noch die Rüstung ist. Aber wir reisen in die Vergangenheit zu seinem früheren Ich, das noch nicht von dem Wahnsinn und der Dunkelheit verzehrt wurde. Er hat sich ja hier zurückgezogen, um seinem Königreich, glaube ich, kein Leid zuzufügen, weil die Verderbnis ihn eben eingenommen hat. Seeker of Fire, Deliverer of Crowns. What do you see in the flames? Find the crowns and your own answers. The crowns hold the strength of lords from times long past. Seek adversity, as befits you, seeker of fire, coveter of the throne. Ich
Ich zieh mal die Krone an. Seeker of fire, conqueror of dark. I too sought fire once. With fire, they say, a true king can harness the curse. A lie, but I knew no better. Seeker of fire, you know not the depth of dark within you. It grows deeper still, the more flame you covet. Flame, oh, flame. I am king of this wretched, unraveled kingdom. I subdued the giants and claimed their strength so that I might step closer to fire. Drang Lake will fall, the fire will fade, and the souls of old will re-emerge. With dark unshackled, a curse will be upon us, and men will take their true shape. Drang Lake will fall, the fire will fade, and the souls of old will re-emerge. With dark unshackled, a curse will be upon us, and men will take. Okay, dann sagt er wohl doch nichts mehr dazu. Naja, gut Leute, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Jo, ich würde mich freuen, ihr bleibt einfach weiter dabei. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder zum nächsten DLC. Crown of the Iron King in Dark Souls Teil 2 und Scholar of the First Sin.